wäre es mit einer Show, bei der die Kandidaten befragt werden von einem Bonobo und anderen Primaten und die dann Goethes Faust und anderes rezitieren und dann je nach Applaus gewinnen und verlieren. Wie wäre es mit einem Quiz, bei dem die Prominenten mit Hits der Hardrock-Gruppe Kiss Weltkriege beenden, um so im Handumdrehen die Erde zu befrieden, wo sich dann aus Versehen alle Menschen lieben. Die Nachrichten liest Superman, die Lottozahlen wird jeder kennen. Statt Börsen-News verschenkte einer Geld. Ach, lasst mich an die Regler ran, denn ich mach, was noch keiner kann. Das beste Fernsehen der Welt. Das beste Fernsehen der Welt. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Wie wäre es mit einer Soap, in der die Hauptdarsteller rückwärts redete nonstop, nur täglich etwas schneller. Statt Liebeskummer, Herzeleid und mieseste Intrigen würden hier die ganze Zeit Sahnetorten fliegen. Wie wäre es mit einem Magazin, in dem sie uns erklären, wir hätten eine Königin, die reitet auf einem Bären. Und weil sie ihr Volk ja so innig liebt, schenkt sie ihm alles Gold, das es auf Erden gibt. Die Presseschau liest Mickey Maus, das Wetter sieht stets spitze aus und jeder, der was wagt, der wird ein Held. In Talkshows säßen Kinder rum, die redeten nur halb so dumm. Im besten Fernsehen der Welt. Im besten Fernsehen der Welt. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Sagt ein Känguru zu einem Gnu, ach sag doch du, bevor es ihm einen Heiratsantrag stellt. Alles wäre schön und richtig, wär vergnügungssteuerpflichtig. Im besten Fernsehen der Welt. Im besten Fernsehen der Welt. Ich hätte noch viel mehr Ideen, doch dafür möchte ich gern sehen. Wie heißt es noch? Ach richtig, es heißt Geld. Also meldet euch doch mal, ich baue euch einen Traumkanal. Das beste Fernsehen der Welt. Das beste Fernsehen der Welt. Whoa-oh-oh-oh.